Hi Leute! Ja, so, heute mal ein anderes Video von uns. Ganz viele von euch haben uns schon ganz oft gefragt, was wir denn so essen, was wir so frühstücken, was wir kochen im Wohnmobil. Ja, und was da einfach so in unsere Bäuche kommt. Und deswegen haben wir gedacht, wir zeigen euch das heute mal, was wir heute essen. So, wir sind jetzt mehr oder weniger gerade aufgestanden. Für mich gibt es jetzt gleich einen Kaffee und die Kinder, die bekommen hier jetzt, ist bei uns, opa, Licht, einmal so, vielleicht so ist besser. Das ist bei uns total beliebt. Das hier ist rohes Schokopulver. Setz dich hin, Schatz. Dann haben wir hier Bananen. Und dann haben wir noch die. Was sind das? Birnen. Genau, und dann haben wir noch Birnen. Opa, alles Haare muss man heute ein bisschen machen. Dann ja. Haben wir noch Schüsseln. Und dann haben wir noch Schüsseln. Hier eine Pferdeschüssel. Na, und deine Schüssel, genau. Ja, und dann machen wir jetzt Folgendes. Wir schnippeln das alles klein, hauen das in die Schalen und dann kommt da einfach das Schokopulver drüber. Das ist ein ganz einfaches und gesundes Frühstück, weil hier jetzt dieser rohe... Weil hier dieser rohe Kakao, der hat ganz, ganz viele gesunde Inhaltsstoffe. Da ist Lisandos Schüssel. Der rohe Kakao hat ganz, ganz viele, ganz wunderbare Inhaltsstoffe. Der macht auch fit am Morgen. Ist ganz tolles Zeug. Muss natürlich roh sein. Ansonsten bringt das nichts. Ne? Wenn das erhitzt wurde, sind die ganzen guten Inhaltsstoffe weg. Und dann bringt der Kakao nichts mehr. Ja. Kann ich ja erstmal geben. Es müssen begonnen werden. Baby. Wow, Körner. Eine Hälfte zum Essen. Danke. Bitteschön. Was ist Mama? Ist das deine Bruder? Ja, das ist deine Bruder. Hier. Meine Hälfte zu essen. Willst du auch eine Hälfte essen? Ja. Dann darfst du die anfangen zu knabbern? So, das hat jetzt irgendwie nicht gereicht hier. Ja, auch ich möchte das ohne Schoko essen. Ich möchte mit Schoko. So, ja, manchmal passiert das, dass die Kinder dann einfach vorher schon knabbern und das halbe Frühstück gegessen haben, bevor es überhaupt auf den Tisch kam. Ja, so ist es nun mal. Übrigens seht ihr mich heute mal ohne alles. Ich habe mich heute nicht gerichtet, gar nichts, weil ich unbedingt das Frühstück für euch aufnehmen wollte. Und dann bin ich noch gar nicht ins Badezimmer gegangen, habe einfach die Kamera mal rausgeholt. Ja, so sehe ich aus, wenn ich aufstehe. So, jetzt kommt hier unser... Du isst mit Gabel? Okay, jetzt kommt hier unser super lustiges Kinderbesteck. Ich esse auch mit Gabel. Okay, heute essen ausnahmsweise alle mit Gabel. Klar. Normalerweise... Ich esse halt gern mit Gabel. Okay. Hier gibt's mir immer einen Löffel. Ach so, okay. So. Jetzt kommt hier unser super cooles Besteck, Leute. Wir haben hier einmal Star Wars und einmal Frozen. Geil, oder? Jetzt kommt das Highlight hier. Unser Kakao. Und einmal Anna und einmal Wolf. Richtig. Das hilft mir, alles aufzumachen. Und das ist meine. Das ist deine. Danke dir, Baby. Darf ich reintun? Ich mach das jetzt. Ja. Moment. So, und jetzt kommt das Pulver. Da brauchen wir eigentlich gar nicht. Elli, warte. Brauchen wir gar nicht so viel. Einfach nur ein bisschen, dass es schokoladig schmeckt. Und einmal bei Aurelia. Jetzt kannst du rühren, Schatz. So, genau. Frühstück fertig. Es geht voll schnell. Fertig, Mama? Ja, kannst du essen. Und das ist das, was wir so frühstücken hier. Das gibt immer was Frisches am Morgen. Manchmal gibt es aber auch Müsli oder Brot. Aber überwiegend haben wir dann Obst und Gemüse zum Frühstück. Und ja, das
Ist auch gut so. Ich bin froh, dass die beiden da Obst und Gemüse zum Frühstück essen und dass sie das lieben. Vor allem mit dem Schokoladenpulver. Finde ich eine super Sache, weil es schmeckt schon nach Schokolade. Das ist wie was Süßes zum Frühstück, aber eben was Süßes, Gesundes. So, ich trinke jetzt meinen Kaffee und dann sehen wir uns zum Mittagessen wieder. So, zwischendrin gibt es immer wieder mal was. Bevor es zum Mittagessen geht, ist die Auri hier ein Apfel. Ich habe noch gar nicht angefangen zu kochen, jetzt wird es 10, 11 Uhr, irgendwie sowas. Da essen die dann noch Früchte, was wir so haben. Im Moment ist Apfel angesagt, kann aber auch mal Mango sein oder Avocado. Die beiden stehen total auf Avocado. Jo. Der Lisanna. Lucy? Ja, das hat zwar nichts mit Essen zu tun, aber jetzt geht es gerade ins Mittagessen. Das mache ich jetzt gleich. Wir haben hier selber gemachten Schleim. Der ist fest und flüssig. Ich brauche es. Ich kann nur ein bisschen brauchen. Ja, jetzt sind die Kinder beschäftigt. Oh, guck mal. Eine Fernsehtrage. Ein gefährlicher Ja, Kinder sind jetzt draußen mit dem Schleim beschäftigt. Klar, Sonntag habe ich mich dazu entschlossen, an einem Tag ein Video über das Essen zu machen, an dem mir zufällig das ganze frische Gemüse ausgegangen ist. Jetzt gibt es aber ganz simpel, wir machen Karotten, Kartoffeln zusammen mit Tofu in der Pfanne gebraten, mit ein bisschen Kalanamak und ein paar anderen Gewürzen. Das mögen die Kinder, das ist halbwegs gesund, wird mit Kokosöl angebraten. Ja, die Gewürze hier von Sonnenfrau und das hier ganz besonders für Kartoffeln, ich finde das mega, mega, mega lecker. Und das mache ich jetzt den Kindern auch auf die Tofu-Kartoffeln. Ella ist noch heiß. Ja. Ja, die verzieht das Gesicht so ein bisschen. Jetzt müssen wir halt noch warten, bis es kalt ist, ne? Und sie freut sich, dann noch ganz rote Knetehände. Schleimhände. Schleim gemacht. So, das ist jetzt unser heutiges Mittagessen. Ja, also es war jetzt ganz simpel, einfach nur, das mache ich ganz oft, ich schmeiße einfach ganz viel Gemüse zusammen, schmeiße das in die Pfanne und brate das für die Kinder, dann mache ich manchmal mit Mandelmus oder Cashewmus noch eine Soße dazu und das schmeckt denen eigentlich immer, haben sie noch nie ein Problem damit gehabt und dann kommen manchmal eben Sachen wie Tofu dazu oder irgendwelche Bällchen. Manchmal mache ich so wie so Fleischküchlein. Wie so Fleischküchlein, aber mit Tofu oder aus Quinoa. Das mögen die hier ganz gerne. So Quinoa-Bällchen oder Quinoa-Bratlinge. Gibt es dann manchmal dazu. Hatte ich jetzt nicht da. Kein Quinoa, gar nichts. So, ja, dann sehen wir uns wieder zum Abendessen. Der Lisander hat beschlossen, naja, es ist kein Müsli direkt, ne? Das sind so Schokobällchen. Lisander isst Schokobällchen. Ja. Geht auch mal, ne? Ist auch mal gut, oder? Ja, hi ihr Lieben, jetzt zum Abendessen. Doch mal ein Hallo. Zum Abendessen mache ich jetzt da eine Art Bulgur. Einmal haben wir hier Bulgur. Und Kichererbsenmehl. Kichererbsen-Bratlinge, sowas wie Falafel-Bratlinge. Schmeckt voll lecker, kann man mit ganz viel machen. Ich mache es manchmal mit Quinoa, manchmal mit Bulgur, manchmal mit Kartoffeln. Einfach irgendwas zusammenpanschen, ein bisschen Semmelbrösel dazu, Johannesbrotkernmehl und dann hält das alles schön. Zeige ich nachher nochmal. Und dazu gibt es eine Curry-Reispfanne mit Brokkoli und Karotten. Das ist jetzt alles, was wir noch da haben und das mische ich jetzt alles zusammen und zauber uns da was Leckeres. Fangen wir mal an. So, ich koche jetzt hier gerade den Bulgur. Und ich mache das meistens so. Normalerweise habe ich es heute vergessen. Ich mache den Knoblauch klein, brate den hier drin an. Und dann kommt der Bulgur drauf oder der Quinoa oder was auch immer. Und wenn das kocht, wird das Ganze dann noch mit den Gewürzen gewürzt. Jetzt hier einmal Paprika. Ein bisschen Paprika rein. Und dann haben wir noch. Einmal hier Koriander
kommt auch rein. Also, wie gesagt, ich habe da gar nicht so richtig ein Rezept. Ich mache es mal Pi mal Daumen. Koriander natürlich am besten frisch, habe ich jetzt aber nicht. Dann haben wir hier noch das hier, ein bisschen Kreuzkümmel. Kommt natürlich auch mit rein, wenn es nach Falafel schmecken soll. Und, opa. Ja, ich mache jetzt auch noch von dem Ingwer was rein. Ingwerpulver. Ist schon fertig, da kommen jetzt gleich das Kichererbsenmehl dazu. Und währenddessen ich das mache, wird hier der Reis angebraten. Natürlich in Kokosöl. Das ist jetzt hier in der Sonne schön geschmolzen. Muss ich gar nicht viel machen hier. So, Pfanne ist schon relativ heiß. So, und jetzt brät der Knoblauch hier an. Konnte ich jetzt mit der Kamera nicht aufnehmen da. Und wenn das so ein bisschen im Gange ist, kommt natürlich das Gemüse dazu. Yummy, yummy. Natürlich fällt die Hälfte daneben. Nein, nicht wirklich. Eins, zwei, drei. So, Leute. Gemüse ist jetzt drin, Knoblauch, bla bla bla. Und normalerweise, ich liebe dieses Currypulver von Sonnentor. Das ist mir jetzt leer gegangen. Das ist ein süßes Curry. Die Kinder, die fahren da auch total drauf ab und finden es mega lecker. Leider, leider leer. Daher gibt es heute Curry mit einer Currypaste. Ja, die habe ich jetzt im englischen Laden gefunden. Mal gucken, wie die schmeckt. So, Reis rein. Mach's einfach immer drüber. Ein bisschen Reis. Dann rühre ich das mit ein, brate das auch nochmal mit an. Und jetzt muss ich euch hier nochmal was zeigen. Das hier. Das ist mein, es ist nicht mein Spezialgewürz. Es ist einfach ein indisches Gewürz für Currys. Da brauchen wir nur ganz wenig. Brauchen wir nur ganz, ganz wenig davon. Und das macht die Gerichte richtig lecker. Richtig asiatisch und yummy, yummy. Unten steht es auch hier für Gemüsecurries und Dalgerichte. Geile Sache. So, ein bisschen Sojasauce noch dazu. Hier ein bisschen. Die ist aus Portugal. Ein paar Spritzer Sojasauce rein. Papa. Und. Mache ich hier die Platte mal ganz hoch. Upa, und dann kommt das Wasser drauf. Ist bei mir auch immer Pi mal Daumen. Ich messe das alles gar nicht ab. Gar nicht. Nein, schmeckt trotzdem immer. So, der Reis, ich gucke, dass der Reis dann schön mit Wasser bedeckt ist. Und dann wird es aufgekocht und es gibt dann ein leckeres Gemüsecurry. So, Salz habe ich jetzt vergessen. Hier, wir nutzen immer das Himalaya-Salz. In Deutschland kaufen wir das Ursalz. Das gibt es im Bioladen. Jetzt hier Portugal, Spanien, da findet man das jetzt nicht so. Deshalb nehmen wir hier das Himalaya-Salz, weil das einfach in den ganzen Bioläden kriegt man das ziemlich gut hier. Ja, fertig. Jetzt muss nur noch gekocht werden. Das kocht jetzt hier alles schön. Und jetzt machen wir hier die Falafel weiter. Einiges von dem Mehl kommt da rein. Das sorgt dann die ganze Feuchtigkeit auf von dem Bulgur, damit es schön so eine Pampe wird und auch zusammenklebt. Und damit es richtig gut hält, nehme ich für so Bratlinge immer das Johannesbrotkernmehl. Finde ich voll gut. Das bleibt dann alles da, wo es sein soll und fällt nicht auseinander. Braucht man nicht viel davon, relativ wenig. Und dann muss man nur noch mischen. Genau. Und wenn es abgekühlt ist, also meins ist jetzt schon kalt, ich mische das dann immer. Und dann mit den Händen kneten, damit das Johannesbrotkernmehl auch schön aufgenommen wird. Und das, beim Kneten wird das dann einfach so ein bisschen aktiviert. Und ja, das machen wir mal weiter. Thank you.
fertig. Die Kinder essen hier hinter mir. Jetzt habt ihr so ein bisschen einen Einblick bekommen, was wir tagsüber essen. Das war jetzt ja relativ einfach, wobei das Abendessen war ja eher aufwendig mit den Bratlingen. Mache ich nicht ganz so oft, aber ab und zu mache ich so Bratlinge so ja, 1-3 Mal im Monat, weil es ja einfach immer gut ankommt. Und ansonsten essen die, habe jetzt gar nicht alles aufgenommen. Die haben jetzt auch noch Karotten, haufenweise Karotten gegessen und dann Äpfel und Birnen und weiß der Geier. Die essen dazwischen ganz, ganz viel roh. Vor allem die Aurelia, die isst mehr roh als der Lisander. Der verlangt dann ab und zu dann doch eher nach einem Brot oder, wie gesehen habe, so ein Müsli, dieses Schokozeug. Ist für mich okay. Wenn die das wollen, kriegen die das. Muss nicht immer alles so super gesund sein. Ja, ja, scheint zu schmecken, was sie essen. Und was wollte ich noch sagen? Ja, fällt natürlich mal so aus. Ey, Süße. Und wenn euch das Video jetzt gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, als den Kameradeckel, dann Daumen nach oben und kommentieren nicht vergessen. Abonnieren, wenn ihr uns folgen wollt. Und dazu muss ich noch mal was sagen. Ich erreiche jetzt von über 5600 Leuten, erreiche ich oft nur 1-2000. Und das liegt daran, dass man da auf diese Glocke klicken muss. Ansonsten wird man gar nicht benachrichtigt, wenn neue Videos online gestellt werden. Also wenn ihr da regelmäßig benachrichtigt werden wollt, dann abonnieren und die Glocke klicken. Dann wisst ihr auch immer Bescheid, wenn ein neues Video kommt. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.